die Lionhead Studios. Und Activision präsentieren ein von Pentium und ATI gesponsertes Spiel, und zwar The Movies. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem, zu meinem neuen kleinen Projekt hier. Tada! The Movies. Ja, warum The Movies? Warum nicht The Movies? Ich hatte mir letztens gedacht, womit könnte ich denn eigentlich Anno ersetzen? Und ich hatte schon Lust auf irgendein weiteres, auf eine weitere Wirtschaftssimulation. Und da fiel mir ein, dass es doch mal The Movies gegeben hat. Und ich habe das früher echt gern gezockt. Was heißt früher? Das ist von 2005, das Game. Also hat schon gute 11 Jahre auf dem Buckel. Und so sieht's natürlich auch aus. Aber es macht dennoch Laune. Bin ich jedenfalls felsenfest von überzeugt. Denn damals hat es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und deswegen zocken wir jetzt mal zusammen The Movies. Und wir fackeln, glaube ich, gar nicht lange drum rum. Sondern gehen natürlich direkt mal hier in ein neues Spiel. Sandkasten? Nee. Die Grundlagen brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Die kriegt man auch, glaube ich, immer noch mal erwähnt. Deshalb machen wir hier erstmal Brilli. Brilli Hanks heißen wir. Wir sind Brilli Hanks. Wir haben natürlich ein großes Filmstudio. Und das Filmstudio heißt. Ja, wie heißt das? Ein L zu viel. Brilliant Productions. Da brauchen wir hier noch ein Logo. Die sehen jetzt alle nicht so geil aus. Vor allem, was soll das hier sein? Wer hat so ein Logo als Filmfirma? Himmel. Ja, ein Klo. Ein Klo wäre nicht schlecht. Atompilz, nee. Burger passt auch nicht so geil. Tja, Brilliant Production. Was passt denn dazu? Das ist schon alles sehr strange hier, würde ich fast behaupten. Wahrscheinlich kann man auch sogar eigene Bilder reinladen. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Hier, würde das nicht einfach passen? Das ist doch ganz cool. Brilliant Productions. Nochmal gerade. Ach Gott, im Himmel. Nehmen wir einfach. Sollen wir das hier nehmen? Oder eher das? Ich weiß es doch nicht. Wir nehmen das jetzt. Fertig. Brilliant Productions, wir sind Brilli Hanks. Und gehen dann mal ins Spiel. Wenn ein Star in einer kompromittierenden. Willkommen zur Geburtsstunde der Filmbranche. Wir schreiben das Jahr 1920 und der Erfolg Ihres neuen Studios liegt in Ihren Händen. Gewinnen Sie die größten Stars für sich, um Ihr Studio mit grandiosen Filmen an die Spitze der Charts zu führen. Yeah. Geben Sie alles und kosten Sie die süßen Früchte des Erfolgs. Bauen Sie ein ansehnliches Studio. Stellen Sie Schauspieler ein und machen Sie Weltstars aus ihnen. Drehen Sie Kassenschlager und räumen Sie bei den Preisverleihungen ab. Mit jedem Preis, den Sie gewinnen, mit jedem Stück Erfolg, wird sich der Ruf Ihres Studios verbessern. Schon bald werden Stars anderer Studios zu Ihnen kommen und Sie werden neue Technologien, Szenen und Sets für noch beeindruckendere Filme erhalten. Worauf warten Sie noch? Sie haben einen Koffer voll Geld und Ihnen stehen sämtliche Türen offen. Packen Sie es an, zeigen Sie es der Welt und lassen Ihren Traum in Erfüllung gehen. Beim Film ist alles möglich. Yes! Willkommen in Ihrem neuen Filmstudio. Hallo! Und damit sind wir auch schon im Game. Und so sieht's also aus, The Movies. Ich würde sagen, kann man hier Pause machen? Muss man hier Pause machen? Ich bin mir da nicht sicher. Mach mal gerade Pause, so. Nee, dann ist alles aus. Ich muss mich aber hier nochmal einfinden, Leute. So einfach ist das natürlich auch nicht. So, hier ist auf jeden Fall Einfahrt und hier haben wir das erste Gebäude. Das ist das Personalbüro.
Okay, willkommen. Ziehen Sie Sprechblase. Okay, bevor Sie Ihr Studio eröffnen, errichten Sie lieber ein paar Grundsätze. Das erste Gebäude, das Sie brauchen, ist eine Schauspielschule, von der Sie Stars anheuern. Gut so. Klicken Sie jetzt mit links auf das glitzernde Einrichtungen bauen und wählen Sie das Gebäude Schauspielschule. Okay, da oben steht unser Geld, oder stand zumindest eben. Können Sie Ihre Schauspielschule am gewünschten Ort platzieren. Ah, ja. Tun Sie das jetzt. Okay, die Schauspielschule, So, mal gucken. Ich muss mal überlegen, wie ich das Filmstudio aufbaue. Da geht's nämlich schon los. Wie drehe ich nochmal? Nicht sicher. Das erste Gebäude, gut so. Klicken Sie mit einem Linksklick, können Sie Ihre Schauspielschule am gewünschten Ort platzieren. Ich will sie drehen. Tun Sie das jetzt. Nein, ich möchte sie drehen. Himmel. Ich weiß gerade nicht, wie ich drehe. Na egal, wir gucken mal. Vielleicht kann man sie auch... Vielleicht muss man erst einmal links klicken und dann dreht man sie. Ich kann das hier schwer einschätzen mit dem Platz so. Okay, bauen wir sie mal hier hin. Jetzt nein, ich wollte sie drehen. Ach, Schauspielschule einen Handwerker am Personalbüro beim Tor einstellen. Ein Handwerker, okay. Hausmeister Handwerker einstellen. Drücken Sie jetzt die linke Maustaste und halten Sie sie kurz gedrückt, um die Person aufzunehmen. Welche Person denn jetzt? Das ist die Personal. Hier können Sie mir nennen. Toll. Jetzt müssen Sie zum Bauen der Schauspielschule einen Handwerker am Personal. Drücken Sie jetzt die linke Maus. Jetzt stellen Sie sie ein. Ach so, die muss ich hier reinziehen, genau. Handwerker führen sämtliche Bau- und Wartungsarbeiten automatisch aus. Sie können sie also sich ausgezeichnet. Während die Schauspielschule gebaut wird, können Sie die Zeit nutzen, um sich um die restlichen Gebäude zu kümmern. Okay, wir haben eine Schauspielschule und hier stehen auch schon die Leute Schlange, die bei uns arbeiten wollen. Hier zum Beispiel Geländewartung. Okay, da ist sie nicht so geil. Sind alle irgendwie nicht so geil. Brauchen wir auch einen Hausmeister schon? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, ein Hausmeister. Ja, ihr habt euch jetzt so, ihr seid angezogen, was wolltet ihr? Hier direkt Karriere machen, aber als nicht als Hausmeister, sondern als Schauspieler. Aber Leute, ich brauche doch gar keine. Was gibt's denn noch für Gebäude? Was kann ich denn noch bauen hier? Crew-Einrichtung, Casting-Büro. Ihr seht, dass die Schrift so ein bisschen manchmal so da drunter ist. Schauspielschule, Produktionsbüro, Crew-Einrichtung. Hier stellen die Filme ein und entlassen sie. Das brauchen wir natürlich auch. Das brauchen wir auch mal. Aber ich will jetzt mal wissen, wie ich ein Gebäude drehe. Warte mal. Ah, okay. Man muss die Maustaste geklickt halten. Okay, alles gut. Dann bauen wir jetzt hier... Bauen Sie nun ein Castingbüro. Hier können Sie dann Stars Ihren Filmen zuweisen. Folgen Sie dem Glitzern im Baumenü. Yeah, sehr gut. Okay, Casting. Sie können ein Gebäude rotieren, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus kreisförmig bewegen. Das hätten wir vorher sagen sollen. Probieren Sie es aus. Du Eude. So, warte mal, machen wir das einigermaßen gerade. Zack. Mehr Handwerker würden die ganze Sache beschleunigen. Hören Sie am Personalbüro noch einen Handwerker an. Hier, du Shader Chaves. Du wirst ein Handwerker. Sie brauchen auch ein Set zum Filmen. Das Set Bühne ist für Ihren ersten Film. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Set-Symbol und wählen Sie dann das Set Bühne. Wo gibt's Wege? Da. Wege. Weg. Muss ja hier auch Wege bauen. Ach, die werden direkt gebaut. Okay. So. Okay, Produktionsbüro. Bauen wir das auch noch? Okay, Sie brauchen auch ein Set zum Filmen. Das Set Bühne ist für Ihren ersten Film ideal. Irgendwie sind die alle nicht so richtig genormt, habe ich das Gefühl. Egal, wir bauen es mal hier hin. Weiß nicht, kann ich, muss ich... Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Set-Symbol und wählen Sie dann das Set Beton. Bühne. Die muss ja eigentlich Straße hin. Aber irgendwie sieht das jetzt nicht so geil aus. Kommt mir das nur so vor, oder? Das ist so... Naja. Okay, Sie brauchen auch ein Set zum Filmen. Das Set Bühne ist für Ihren ersten Film... Halt ideal. Doch mal den Mund, ey. Ich muss ja auch noch andere Sachen machen. Klicken Sie auf das Set-Symbol und wählen Sie dann das Set Bühne. So,
So, warte mal. Hier kommen jetzt auf jeden Fall Wege hin. So. Okay. Ich muss auch erstmal wieder hier reinkommen, Leute. Also nicht schimpfen. So, warte mal, jetzt mach ich hier. So. Okay. Ich weiß, ach, da oben steht da mein Geld. Okay, alles gut. Hier machen wir es mal grün. Ah, ein Gebäude ist fertig. So, Moment. Hier muss noch ein Weg hin. Perfekt. Das sieht ja schon mal nach ein bisschen was aus. So, was gibt's denn hier noch? Hier, Hecke, kleine Palme. Das kann ich sogar hier draufsetzen. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich hätte gerne irgendwie größere Palmen. Aber gut, gibt's anscheinend gerade nicht. Ihr kennt mich, ich baue gerne schön. aber ich weiß noch nicht genau wie. Hier passt nichts hin. Okay, lassen wir das erstmal. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das weitermachen. Okay, also, dann gucken wir mal uns die Sets an. Klicken Sie mit der linken Maustaste Bühne. Auf das Set-Symbol und wählen Sie dann das Set Bühne. Yes. So, dann drehen wir das auch. Dann kommt die Bühne. Moment. Sets könnten wir eigentlich... Die ersten Sets machen wir mal hier hin. Na, hör auf, du. So, die passt ja hier perfekt hin. Dann machen wir hier die Bühne hin. Jetzt haben Sie alle Gebäude, die Sie für Ihren Film brauchen. Sehen Sie sich jetzt an, wie man die Studie... Legen Sie einen Weg an, indem Sie mit links klicken und dann... Okay. Das reicht erst einmal. Ne? Denken Sie dran, mehr Wege anzulegen, wenn das Studio wächst. Guck mal hier. Eine Badewanne können wir bauen. Was ist das? Was steht da? Was stand da gerade? Warum geht das nicht? Perfekt für ein paar ernüchternde Wasserspritzer oder ein schnelles Bad. Und ein Wasserball kann ich bauen. Klimmzugstange. Parkbank. Ein paar Parkbänke können wir mal bauen, ne? Soll man die hier hin oder hier hin bauen? Hier, ne? So. So. Ja, Mann, warum habe ich nur so wenig Bäume hier? Das nervt irgendwie ein bisschen. Soll ja auch schön sein hier, ne? Ja, ja. Aber das verstehe ich nicht. Warum kann ich das hier und da nicht hinsetzen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Liebe Freunde. So, die Bühne ist fertig. So, Moment mal jetzt hier. Die beiden Handwerker. Ach, hier kann ich die Dings switchen. Okay. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich auch Schauspieler, wenn ich mich so... Hier kann ich Schauspieler einstellen, Regisseure einstellen und Statisten. Was haben wir hier? Archiv, Kritiken, Finanzen. Also es ist hier so in den Gebäuden, die ganzen, das Interface ist in den Gebäuden versteckt. Filmwiedergabe, Release-Büro, was haben wir hier? Das ist das Casting-Büro, warum kann ich doch nicht reingucken? Ah, jetzt. Ach so, hier kann ich dann die Sachen für den jeweiligen Film einstellen und hier Crew. Was sind denn die normalen Arbeiter, würde ich sagen. Okay, du bist eine Crew. Und Claire Ellis wird eine Schauspielerin.
Was brauchen wir denn noch? Okay, es reicht erstmal. Danke. Zeit fortzufahren. Denken Sie daran, mehr. Exzellent. Das Studio ist jetzt bereit. Verbessern Sie alles. Sind Sie bereit? Das Glückwunsch. Das Studio ist offiziell eröffnet. Ah, okay. Tada! Sehr gut. Unser Studio ist. Sie hören KMBS Radio auf der Frequenz 121,5. Und ich bin Ihr Radiokommentator, Mr. William McDuff. Danke, dass Sie an diesem schönen Tag bei mir sind. Offenbar macht ein neues Filmstudio in der Stadt auf. Falls Sie also in der aufblühenden Branche Arbeit suchen, warum gehen Sie nicht am Strand vorbei und reichen Ihren Lebenslauf ein? Denken Sie dran. Im Gegensatz zum Radio braucht man beim Film keine gute Stimme. Ich habe gerade eine, die sich wirklich okay, doch für Zeit den... für Ihren ersten Film. Ohne Schauspieler und Regisseur werden Sie nicht weit kommen. Also suchen Sie ein paar passende Möchtegern-Stars an der Schauspielschule. Ja, ich habe... Scheiße! Wo sehe ich denn, wie gut die hier ist? Hier, Claire Ellis. Aussehen, ja, Mittelstatur, Untermittel. Jahresgehalt 6000. 18 ist sie. Und wie, was habe ich hier so für Leute? Ja, hier, warte mal. Da, Karen Carr. Dann, tut mir leid. Du, hast dich jetzt kurz gefreut. Das war aber leider nur ein Missverständnis. Ich muss dich leider feuern. Hier haben wir leider eine bessere Kandidatin. Und zwar Karen Carr. Setzen Sie jemanden im Schauspieler. Und die wird jetzt Schauspielerin. Brauchen Sie nur noch einen Regisseur. Regisseur. Denken Sie daran, dass ein Regisseur nicht vor der Kamera erscheint. Erfahrung. Können und Charakter sind also wichtiger als das Aussehen. Erfahrung, Romanze. Hier, Regisseur. Zack. Oh, Mama. Das war's. Okay, jetzt weiter. Was ist denn das? Der Gepäckträger. Komödie. Ach, das ist ein Drehbuch, ein komplettes. Bereit für Casting. Ja, toll. Ich wollte aber keine Komödie. Ich wollte eigentlich... Der Gepäckträger, Ich wollte eigentlich eine Romanze drehen. Aber gut, der hat auch ein bisschen Erfahrung mit einer Komödie, ne? Folgen Sie dem Leitstrom zum Castingbüro, wo Sie Ihre Stars das Drehbuch proben lassen. Okay, Ihr Film braucht nun eine Besetzung und einen Regisseur. Crew? Beginnen Sie damit, Ihren neuen Regisseur zuzuweisen. Moment. Erstmal du wirst noch ein Schauspieler, komm. So, und dann brauchen wir noch Crew. Zack. Eine weitere Crew. Statisten brauchen wir nicht. So, Hauptrolle. Wer macht die Hauptrolle? Die alte hier, ne? Karen Carr, unser neuer Film minus Star-Erfahrung. Ja, was soll ich denn machen? Andere habe ich nicht. So, wo ist unser Regisseur? War das der Regisseur? Moment. Hab ich jetzt... Hä? Das... Warte mal. Karen Carr, Noah Texier und Joe Borthwick. Steckzeit zu... Wo sehe ich, wer der Regisseur ist? Bin ich gerade dumm? Habe ich die beide als Schauspieler eingestellt? Nicht sicher. Ich meine aber, dass es der hier war, den ich... Sehr gut. Alle offenen Crewplätze werden jetzt automatisch von verfügbaren Crewmitgliedern besetzt. Sehen Sie sich den Film an, um den Fortschritt der Proben zu überprüfen. Aber da ist die Drehbuchprobe, Leute. Wird jetzt hier durchgegangen. Ah, sehr schön. Unser erster Film. Also das Spiel erinnert so ein bisschen an Game Dev Tycoon. Also das ist so ein bisschen auch so, aber halt mit Filmen. Man kriegt dann Kritiken für die jeweiligen Filme und muss dann gucken, ja, dass es ein Erfolg wird, ein Kassenschlager. Wir haben jetzt noch $105.000 und da müssen wir natürlich sehen, dass wir wieder Geld reinkriegen. Und das machen wir natürlich jetzt mit unserem allerersten Film, nämlich Der Gepäckträger. Besetzung Crew, Noah Texier schreibt das probt das Drehbuch, Karen Carr probt das Drehbuch, alles klar. Und zweimal Crew, jetzt sind sie gleich fertig. Thank you.
Die Proben des Drehbuchs sind abgeschlossen. Okay. Zeit, Ihren Film zu drehen. Yeah. Platzieren Sie ihn jetzt im Raum Drehen im Castingbüro. Zack. Der Dreh zu Ihrem Film läuft. Okay, hier wird gedreht. Gehen Sie zum Set Bühne, um den Fortschritt mitzuverfolgen. So, jetzt müssten alle hier auftauchen und dann wird hier aber sowas von gedreht. Oh, die gewählten Stars und die Crew werden sich am Set versammeln, damit der Dreh beginnen kann. So, warte mal, hier wollen sich welche auf Crew bewerben. Gehen wir gerade durch. Die haben alle nicht wirklich Erfahrung, aber wir bräuchten, glaube ich, auch mal eine weibliche. Überprüfen Sie, was jeder tut, indem Sie auf die Informationssprechblase, Besetzung und Crew auf dem Film schauen. So, warte mal. Drehterminplan. Also, die haben 3 Drehtermine. Hier bei unserer schönen Bühne. Ist das ein Stummfilm noch? Weiß ich nicht. Aber hier wird jetzt gedreht. So, hier wird erstmal irgendwie gebastelt und gestrichen. Ah, guck, und die hat sich umgezogen. Das spielt eine alte Frau, offenbar. Die erste Szene wird nun aufgenommen. Sie können den generellen Fortschritt des Films in den Informationssprechblasen sehen. Welche Informations... Ach, da oben, oder was? Okay, Aufnahme, Szene 1. Muss sie wirklich... Geil. Muss sie diese Hantel hochheben? Das ist ja spannend. Vor allem hier, er muss die ganze Zeit kurbeln. Ja, wir sind ja in den 20ern. Da ist das alles noch so. Ah, das war schon Szene 1, oder was? Ja, sieht so aus. Was haben wir hier noch für einen? Ist auch nicht schlecht, ne? Aber wir haben noch genug. Ich könnte einen Hausmeister einstellen, ne? Machen wir mal. Ja, kann man hier Blumen gießen und alles. Wenn wir gerade gucken, wenn ich hier hingehe, kann Szenen, ich doch... Szenen, die noch aufgenommen werden sollen, werden in der Sprechblase Drehterminplan dargestellt. Jede Szene zeigt Ihnen das jeweilige Set an. Ah, jetzt kann ich hier in die Finanzen gucken. Okay. Jahresgehälter kann ich ja auch einstellen. Da habe ich aber auch ordentlich. Stargehälter. Aber die anderen, wo sehe ich denn die anderen? Ich habe doch nicht nur Schauspieler und sowas. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ich weiß, der Timer hat gebimmelt, aber ich will jetzt den ersten Film machen wir noch in der ersten Folge, habe ich mir vorgenommen. Deswegen warten wir noch. So, die drehen nämlich jetzt gerade Film oder Szene 2. Ich gehe mal was schneller. Ja, jetzt muss sie versuchen, das Ding hier hochzuheben. Das ist natürlich ziemlich lustig, weil es auch viel zu schwer für sie ist. Was sich die Leute früher so angesehen haben. Tja. Befindet sie sich. Ah, guck mal, jetzt ist hier neue Szene, neues Szenenbild. Ah, nee. Doch nicht, oder was? Action! Was macht sie jetzt? Torkelt da so ein bisschen rum. Ah, jetzt hat sie es hochgehoben! Und fällt hin! Hoffentlich hat sie sich nichts getan. Das ist ja Spannung pur. Okay, der Film scheint im Kasten zu sein. Sitzen Sie auch ja. Gut, jetzt können Sie den Fortschritt des Films weiter verfolgen. Der Film ist jetzt soweit fertig, wenn ich das richtig sehe. Bauen Sie zur Vorbereitung. Die Aufnahmen zu Ihrem Film sind abgeschlossen und er ist jetzt bereit zur Veröffentlichung im Produktionsbüro. So. Okay, bereit zur Veröffentlichung. Wo muss ich den jetzt hin tun? Im Release-Büro, okay. Veröffentlicht, der Gepäckträger! Oh. Also, wir sehen hier Star-Verhältnisse mittelmäßig, Set-Zustand ausgezeichnet, Crew-Erfahrung furchtbar, Filmqualität ein Viertelstern, Star-Einfluss schlecht, Genre-Interesse gut, Neuheit ausgezeichnet, Technologie mittelmäßig, Filmbewertung, naja, immerhin, wie viel ist denn das? Ist das ein halber Stern oder ein bisschen mehr als ein halber Stern? Film ansehen wollen wir nicht. Ja, gut, der erste Film, Leute.
Produktionskosten $11,000, Dauer 6 Monate. Zahlte Gehälter, Stress, Erfahrung kriegen sie jetzt natürlich ein bisschen dazu. Ach, guck mal hier. Mit Karen Carr. Die Sets in diesem Film, die in dem Film benutzt worden sind, wirklich in gutem Zustand. Ein Komödiendrehbuch allerhöchster Qualität. Was Komödien betrifft, so war das ein guter erster Versuch. Karen Carr spielte zu hölzern. Man hätte einen Tisch aus ihr schnitzen können. Die Crew war offensichtlich ahnungslos, unerfahren und hirnlos. Ja, habe ich die falsche Crew eingestellt wohl. Was kann ich jetzt hier? Warum sind das? Ach so, das ist wahrscheinlich schlechte Kritik oder sowas. Eine frische, abenteuerliche Herangehensweise an die Filmproduktion. Die Regie war alles in allem akzeptabel. Darsteller und Regisseur scheinen beim Dreh recht gut miteinander ausgekommen zu sein. Karen Carr hat offensichtlich noch einiges über Komödiendarstellung zu lernen. Die schauspielerische Leistung war so unterirdisch schlecht, das tat schon weh. Ja. Okay, jetzt sehen wir hier, jetzt ist er in den Kinos, jetzt kommt hier ein bisschen Geld rein. Der Umsatz steigt. Und das kriegen wir auch direkt gut geschrieben auf unser Konto. Das ist natürlich gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei The Movies. Und dann bauen wir weitere Gebäude und drehen unseren hoffentlich zweiten Film. Bis dahin sage ich Tschüss. Und bis zum nächsten Mal bei The Movies. Ich hoffe, heute kann ich irgendwie nicht reden, ich weiß nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wollte ich sagen. Also, bis zum nächsten Mal hier bei The Movies. Ciao, Leute!